Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend jeweils, wann ihr dieses Video hier einschaltet. Und ich begrüße euch zu einem neuen Game bei mir auf dem Kanal. Und heute werden wir uns erstmal die Basics ansehen und von welchem Spiel reden wir. Die meisten werden es schon jetzt erkennen. Wir reden hier von Scum, dem neuen Survival-Spiel von Gamepires und von Devolver Digital. Und was dieses Spiel so besonders macht, das seht ihr jetzt am Anfang schon. Wir werden uns jetzt einige Minuten hier auf dieser Seite erstmal, sagen wir mal, ja, aufhalten müssen, was man wirklich bei diesem Spiel sollte. Man sollte es nicht allzu schnell machen, weil davon hängt zwangsläufig euer Leben ab. Und natürlich erstmal die Frage, worum geht es in Scum überhaupt? In Scum geht es darum, dass ihr gefangen, ihr seid ein Gefangener, der für eine perverse TV-Show auf einer Insel mit, ich glaube, 63 anderen eben halt entlassen wird. Das heißt, ihr seid insgesamt 64 Mann auf einer Insel, auf einer großen, und dann ist das ja so eine Art wie die Tribute von Panem oder eine Battle Royale. Man muss auf jeden Fall überleben. Man bekommt bestimmte Fame-Punkte. Man wird ab und an von irgendwelchen Drohnen verfolgt, die das eben halt alles live übertragen im Fernsehen. Und auf dieser Insel gibt es auch verschiedene Mechs, die da rumlaufen, also riesengroße Kampfroboter. Und das Problem ist auch, man ist nicht alleine auf der Insel mit eben halt seinen Gegnern. Nee, das Problem ist auch noch, man hat mit, ja, sagen wir, Untoten zu tun, was jetzt aber keine richtigen, jetzt in Anführungsstrichen, normale Zombies sind. Weil bei Scum ist es so, man hat hinten im Nacken, das werdet ihr jetzt nachher im Spiel sehen, hat man ein Implantat drin. Über dieses Implantat wird man eben halt auch gefunden auf der Map. Und das, wo anscheinend irgendwie dafür zuständig ist, wenn eben halt der, sagen wir, der Gefangene stirbt, wird der wieder ja, zum Leben erweckt, als Untoter dann. Und der rennt dann auf der Insel rum. Und davon gibt es auf dieser Insel natürlich jede Menge, die da rumlaufen. Gegen die muss man sich dann natürlich auch noch zu versetzen. Und bei Scum ist es wirklich so, man muss auf alles achten. Man hat einen richtigen Metabolismus. Das heißt, man kann wirklich, man kann alles sehen. Herzfrequenz, der Puls, die Kalorien. Man kann alles sehen. Die Sauerstoffsättigung, man muss vernünftig essen, man muss vernünftig trinken, man muss aufpassen, was man isst, man muss aufpassen, was man trinkt. Man kann pinkeln, man kann kacken, man kann kotzen. Es geht wirklich alles bei dem Spiel. Das ist so das, was sich die meisten Leute bei DayZ immer gewünscht haben, was DayZ aber leider niemals hingekriegt hat, was ich, glaube ich, jetzt auch glaube. Dieses Spiel wird, glaube ich, DayZ jetzt den Todesstoß gegeben haben, weil die Beta von der DayZ Standalone ist immer noch nicht draußen. Möglicherweise hätte es die Standalone noch geschafft, wenn sie vor Scum in die Beta gegangen wäre. Das hat sie nicht geschafft. Deswegen, glaube ich, war das der endgültige Todesstoß. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Ist aber auch jetzt erstmal vollkommen egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier erstmal jetzt unser Startmenü. Da könnt ihr euch jetzt euren Charakter formen. Und ihr seht gerade, wir haben hier den Body-Type. Man kann ihn extrem dünn machen, extrem dick, extrem muskulös. Und ihr seht gerade, dass sich hier wirklich immer die Stats ändern. Und man muss wirklich einen gesunden Mittelpunkt finden, weil ihr seht das zum Beispiel gerade, wenn ich jetzt eine extrem dicke Person mache, dann hat die eine hohe Intelligenz, hat auch eine hohe Stärke. Sie ist aber, die hat nicht gerade sehr viel, ja, sie kann halt nicht schnell laufen, sie kann sich nicht gut bewegen, die Konstitution ist einfach nicht da. Das heißt, du hast nicht genug Saft im Körper, das ist natürlich schlecht. Dann gibt es noch den ganz dünnen zum Beispiel. Der hat jetzt auch eine ziemlich hohe Intelligenz. Hat aber nicht viel Kraft. Hat zwar eine gute Konstitution. Dafür aber, wie ihr da eben halt gerade seht, wie gesagt, er hat nicht viel Kraft. Das heißt, er kann sich nicht gut irgendwo hochziehen. Und wenn er kämpft, ist es natürlich auch, sagen wir mal, für den Arsch. Weil, ja, es ist halt nichts hinter der Faust. Dann ist aber das Problem natürlich, wenn man richtig muskulös ist, hat man zwar unglaublich viel Kraft. Man hat eine gute Konstitution, man kann also richtig gut laufen, man hat wirklich Power in den Beinen, nur die Intelligenz ist halt nicht so super. Und das sind eben halt alles Sachen bei Scum, die du beachten musst. Du musst ein gesundes Mittelmaß finden, weil man braucht alles bei dem Spiel. Und ich gehe mal jetzt ganz stark davon aus, gucken wir mal, dass wir mit der Intelligenz ungefähr bei, na, sagen wir mal bei
2,5 bleiben. Weil er muss nicht ganz blöd sein, er muss aber auch jetzt nicht Einstein sein. Also ich sag mal so Otto Normalverbraucher. Sagt man ja immer so gerne. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. So, 2,5. Jetzt fragt ihr euch natürlich, das hätte man natürlich jetzt auch hier machen können noch. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, was hast du denn jetzt mit den Punkten? Da kannst du doch sowieso nichts mitmachen. Doch, das können wir gleich. Jetzt haben wir nämlich noch die Sache, da geht es nämlich auch drauf zu. Man hat jetzt noch das Alter und ihr werdet jetzt sehen, je älter wir werden, steigen die Stats natürlich auch noch, weil es ganz einfach so ist, es ist so wie im normalen Leben, je älter man wird, umso erfahrener wird man, deswegen steigt dann auch noch, steigen halt eben die Sachen noch und wir nehmen jetzt mal mein Alter, ich bin knackige 35 Jahre alt, das passt also. So, dann können wir uns hier noch, wenn wir wollten, einen Kopf aussuchen. Das wird natürlich später alles noch, da wird noch mehr kommen. Man kann jetzt auch noch Tattoos zum Beispiel anschalten. Seht ihr ja, da kann man ein bisschen was, nehmen wir es mal richtig hardcore. So, das sind leider Sachen, die sind noch nicht freigeschaltet. Wie ihr seht natürlich, Early Access. Und wir gehen jetzt zu der nächsten Seite. Jetzt können wir nämlich noch unsere Skills wirklich einstellen. Wir haben jetzt hier halt für unsere ganzen Stats haben wir noch bestimmte Skillpunkte, die wir jetzt verteilen können. Zum Beispiel hier ne, haben wir einmal Boxing, Rifles, Melee Weapons, also Stichwaffen, Stich- und Hiebwaffen, Handguns und man muss jetzt eben halt für den ja, man muss jetzt gucken, dass man sich den Start so, ja, was heißt einfach wie möglich macht, aber man muss genau darauf achten, was man macht. Da wir natürlich gleich starten und wir werden nichts haben, gucken wir natürlich, dass wir erstmal Boxen Medium machen, damit wir uns auch gut verteidigen können. Melee-Waffen machen wir am besten auch ein bisschen höher, weil eine Stich- oder eine Hiebwaffe, irgendwas, womit wir schlagen können oder sonst was, werden wir auf jeden Fall finden. Rifles, ich glaube nicht, dass wir am Anfang sofort irgendwo ein Gewehr finden werden. Und eine, möglicherweise, wenn wir vielleicht viel Glück haben, eine Pistole irgendwo. Deswegen nehmen wir da mal so ein bisschen, so die Basics. Und da wir jetzt wirklich noch 2,1 haben, gehen wir mal vielleicht noch ein bisschen das auch auf Basic, können dann aber noch, weil wir noch ein bisschen was haben. So, gehen wir mal noch bei, nehmen wir Boxing noch ein bisschen mehr. Oh, jetzt ist die, die Musik springt ein bisschen, okay. Hier können wir leider im Moment nur Stealth einstellen, was nämlich auch so eine Sache bei diesem Spiel ist. Es ist nämlich so, je höher das eingestellt ist, umso besser kannst du dich verstecken und du hast zum Beispiel hier auch noch bei diesen, du hast hier Awareness und alles, das heißt, es ist deine Wahrnehmung. Das heißt, wenn die nicht richtig gut ausgeformt, ausgebaut ist, dann kannst du bestimmte Gegner, wenn die sich gerade verstecken, wenn die sich tarnen, nicht sehen. Wenn deine Wahrnehmung ein bisschen höher gepusht wäre, würdest du sie sehen. Du kannst sie aber nicht sehen, weil deine Wahrnehmung nicht hoch genug ist. Und das finde ich extrem cool bei dem Spiel, muss ich wirklich sagen. So, dann haben wir noch die Constitution. Da können wir jetzt mal gucken. Da nehmen wir mal... das können wir ja alles so ein bisschen hoch pushen. Warte mal. Will natürlich gucken, dass das alles so halbwegs gleich ist, wenn man jetzt sowieso nur diese beiden Sachen nehmen kann. So, und dann haben wir hier natürlich jetzt noch Sniping werden wir erstmal nicht gebrauchen können. Survival ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das sollte klar sein. Die Wahrnehmung natürlich auch. Und Camouflage natürlich auch, so eben halt, dass wir uns halt auch tarnen können, dass wir uns verstecken können. Und ich denke mal, das sollte eigentlich ganz okay sein. Wir sind jetzt nicht so der super Hyperprotz, wir sind jetzt aber auch kein Schwachmat oder sonst was. Deswegen nehmen wir den jetzt. Falls ihr euch hier unten wundert, ich hatte den Charakter natürlich schon mal gemacht, weil ich habe ein bisschen was angetestet. Aber wir werden jetzt, wenn das jetzt hier alles klappt, nochmal neu starten. Okay, was anscheinend nicht klappt. Gut, dann müssen wir jetzt natürlich mal einen anderen Namen nehmen. Nehmen wir jetzt einfach... So. Dann passt das.
Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, starten wir Scum jetzt mal. Wir sehen uns gleich auf der Insel und dann werden wir uns das Spiel erstmal angucken, die Basics. Und ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr auch und ja, bis gleich. So, und da sind wir jetzt auch schon im Spiel. Ihr seht es gerade hinten, jetzt könnt ihr das sehen, dieses grüne Ding, was da hinten im Nacken leuchtet. Das ist das Implantat. Dieses Implantat überwacht unsere Körperfunktion. Die werde ich euch jetzt auch gleich zeigen. Ihr könnt natürlich unten links an der Seite jetzt auch die ersten Sets halt sehen. Unten Hydration, Energy, die Stamina und Health. Das sind so die wichtigsten Sachen, die du natürlich immer im Blick haben musst. Oben rechts hast du die Fame Points und deinen Rang. Die Fame Points werden dafür benutzt, wenn du hops gehst, dass du an bestimmten Stellen wieder spawnen kannst, wenn du dir einen Shelter gebaut hast oder wenn du einen Mate hast, mit dem du rumläufst. Sonst wirst du random, glaube ich, wieder irgendwo gespeichert, eben halt gespawnt. Da können wir gucken. Wir werden uns das Spiel jetzt natürlich erstmal von Grund auf ansehen, das heißt die Grafik, die Sounds, wie ist das Gameplay und alles Mögliche. Ihr kennt das ja schon, das ist ein normales Angezockt. Wir werden jetzt die Basics lernen und wir gucken jetzt erstmal. Das Coole bei Scum ist jetzt im Endeffekt, das Rennen läuft wie bei Escape from Tarkov. Man kann jetzt nicht, man geht jetzt normal. Wenn ich jetzt auf Shift drücke, passiert nichts. Das Ganze wird über das Mausrad gemacht. Wenn ich das Mausrad hochdrehe, läuft er schneller oder langsamer. So, wir gehen jetzt erstmal nochmal langsamer. Gucken uns hier alles an. Grafik muss ich wirklich sagen, die Grafik sieht extrem nice aus. Ist natürlich noch ausbaufähig von der Performance her, ist vollkommen klar. Wir spielen das Ganze jetzt gerade im Singleplayer. Wir sind auf keinem Server oder sonst was, das ist ein Singleplayer. Das ist nämlich auch das Coole bei Scum. Der wird auch noch ausgebaut. Da kommt auch noch mehr, weil das, wie gesagt, alles noch Early Access ist. Wir sind jetzt im Singleplayer. Das heißt, wir haben jetzt hier keine anderen Gegner. Wir haben jetzt hier halt eben, ja, was heißt keine anderen Gegner? Wir haben keine anderen Spieler, aber eben halt dafür die Max und natürlich auch die Untoten. Die Hüllenlosen, die hier rumlaufen. Und wir können uns jetzt erstmal alles angucken. Wir sind jetzt hier mitten auf der Karte, wo wir jetzt genau sind. Das ist bei Scum das Gute, das ging bei DZ nicht. Wir können auf M drücken, dann haben wir die Karte. Ihr seht gerade, die Karte ist massiv groß. Sie ist nicht gerade klein. Und wir suchen den blauen Pfeil, der sich bewegt. Ihr seht das gerade, der ist unten rechts bei B3 an der Kante. Da sind wir jetzt. Und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir so das erste Zeug für uns zusammensuchen, damit wir hier halt halbwegs überleben. Wie ihr auch seht, zwischen B2 rechts oben in der Ecke und B1 links oben in der Ecke, das ist, glaube ich, ein großes Flugfeld. Hier gibt es auch Militärbasen und all sowas. Und das Gute bei Scum, was man bei DZ zum Beispiel jetzt auch nicht hatte, was ich mir aber doch gewünscht hätte, bei DZ ist es immer so gewesen, wenn du dich equippen wolltest, bist du zu einem Airfield hochgelaufen, da hast du vielleicht ein paar Leute gehabt, wenn du Pech hattest, du konntest dich aber eigentlich immer ziemlich gut voll looten und dann konntest du weg, dann warst du voll equipped. Das würde hier auch funktionieren, wenn die großen Militärbasen nicht von großen Mechs eben halt beschützt werden würden, die dich sofort kalt machen, wenn du da frei rumläufst. Das heißt, da ist nicht mal eben zu einem Military Camp hochgelaufen, dich voll looten und dann hier über die Map laufen. Das ist nicht, das kannst du vergessen. Das finde ich ist ziemlich cool gelöst worden. Und wir gucken jetzt auf jeden Fall erstmal, dass wir hier eine kleine Stadt oder sonst irgendwas finden. Okay, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen weit weg. Deswegen gehen wir, glaube ich, erstmal hier lang. Und wir gucken jetzt erstmal, ob wir irgendwas finden. Und viele haben sich ja jetzt gefragt, er hat jetzt gerade was vom Metabolismus erzählt und man muss auf alles achten. Da ist doch gar nichts, man sieht doch nichts. Nein, kann man so nicht sehen. Jetzt haltet euch fest, man muss schon was ein Arzt sein, wenn man das sieht. Hier haben wir jetzt das Inventory. Ist so DZ-like aufgebaut, finde ich auch ziemlich gut, ist ziemlich, ist übersichtlich, man kann ziemlich viele Sachen auch anziehen, ihr seht das gerade, also da sind ziemlich viele Slots frei, man kann Sachen auch übereinander anziehen, was ziemlich gut ist. Wir haben das Crafting-Menü, was auch ziemlich gut ist, man hat so diese Basics, die sind drin, die kann man herstellen, das ist alles gar kein Thema, es gibt auch ehemals, ja sagen wir, weiterentwickelte Sachen, das ist alles kein Ding. Man kann sich Seile bauen, man kann sich Lagerfeuer bauen, einen Shelter, wo man sich ausruhen kann und wo man halt auch spawnen kann, wenn man genug Fame Points und sowas hat. Das ist klar.
Ja, da müssen wir, glaube ich, erstmal noch nicht drauf eingehen. Das machen wir später. Jetzt kommen wir nämlich zu der extrem krassen Sache, nämlich zum Metabolismus. Und jetzt haltet euch feste. Das ist krass. Das ist wirklich richtig krass, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben hier Herzschlag. Das ist, glaube ich, der Puls. Wir haben eine Sauerstoffsättigung, ist das, glaube ich. Wir haben hier die Lungenfunktion und wir haben hier die Körpertemperatur. Hier hat man wirklich den kompletten Verbrauch. Man hat hier Wasser, man hat hier Zucker. Es ist wirklich, das ist der Fettverbrauch. Die Kalorien, es ist wirklich, es ist alles da. Mineralien, Vitamine, es wird alles überprüft. Es ist wirklich sowas von heftig. Man muss bei diesem Spiel wirklich drauf aufpassen, was man tut und wie man es tut. Wenn man sich jetzt den ganzen Tag nur, wenn man was findet, irgendeine Scheiße in den Körper steckt und frisst, die total ungesund ist, wird man sogar fett. Also man wird dicker. Ich darf fett sagen, weil ich bin selber ein dicker Junge, ich darf das. Das heißt also, wenn du wirklich nur Müll in dich reinstopfst und dich nicht genug bewegst, wirst du fett. Und wenn du nicht trainierst, wirst du fett. Dann wirst du langsamer und du verlierst an Kraft. Das heißt, du musst sogar in diesem Spiel jetzt aufpassen, was du machst, also was du zu dir nimmst, weil es eben halt, ja, im Endeffekt hängt dein Leben davon ab. Du musst gucken, dass du dich so ernährst, dass du wirklich deine Kraft behältst und dass dein Körper vernünftig funktioniert. Was dann natürlich auch dazu kommt, dass man hier natürlich auch noch einige Sachen kann. Wir drücken jetzt mal die Tabulator-Taste länger. Dann hat man hier zum Beispiel Aktionen. Hier kann man Sachen sagen. Da kann man so ein bisschen ein mit auf dicke Hose machen. Und da kann man sich medizinisch versorgen, wenn man Sachen hat. Und ihr seht das jetzt hier gerade. Das ist, wir können pinkeln, wir können kacken und wir können kotzen. Ich glaube, pinkeln können wir sogar gerade. Es ist, ja. Ihr seht das gerade. Es ist wirklich klasse. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch. Geht das jetzt auch? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Nee. Und ihr seht das gerade. Es geht nicht einfach mal eben so. Das muss wirklich, wenn ich gegessen habe, irgendwann ist der Darm voll, dann muss man den nun mal halt eben auch entleeren. Und wenn man vergiftet ist oder man hat halt eben, man ist krank oder sonst irgendwas, dann kann man eben halt auch wirklich kotzen, damit es einem besser geht. Es ist also wirklich unglaublich umfangreich. Und jetzt werden wir uns, nachdem wir so diese ersten Sachen jetzt gesehen haben, werden wir uns mal hier hinbewegen und mal gucken, dass wir irgendwas finden. Gucken, laufen wir denn gerade richtig? Ja, hier müsste jetzt normalerweise irgendwo gleich was auftauchen. Seht das gerade, die Stamina nimmt ab. Das heißt, je schneller wir laufen, umso schneller geht die Stamina runter. Und es könnte sogar. Oh, ich glaube, wir sind gerade an der. Das ist eine Militärbasis, glaube ich. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jetzt kann es nämlich sein, dass hier schon irgendwo Max rumlaufen. Die warnen einen auch erst vorher. Also die fangen nicht einfach wild an zu schießen. Die warnen dich wirklich erst, dass du diesen Bereich verlassen sollst, weil du hier nichts zu suchen hast. Müssen wir natürlich jetzt vorsichtig sein, nicht, dass wir so einem jetzt gleich in die Arme laufen. Das wäre nicht gut. Gott sei Dank ist es so, dass man sie wenigstens schon etwas früher hört, weil sie natürlich jetzt nicht gerade klein sind. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, es kann natürlich auch sein, dass die jetzt nicht in jeder Militärbasis sind. Das weiß ich nicht, ob die vielleicht nur in den großen sind. Ist natürlich auch möglich, das weiß ich so noch nicht genau. Deswegen bewegen wir uns jetzt hier erstmal noch ein bisschen vorsichtiger. Wir können jetzt erstmal gucken, mit F interagiert man, das heißt, öffnet man alles Mögliche. Und wir haben gleich, ja, eine K98 ist klar. Das kann ich jetzt natürlich auch wieder gebrauchen. Gerade ich. Gucken wir mal, ob wir sonst da was finden. Ist natürlich schön, dass wir jetzt erstmal sowas finden. Kann man immer mal gebrauchen.
Das ist schon wieder so das Manko so ein bisschen bei diesen Spielen, was mich so ein bisschen stört, was jetzt aber nichts Besonderes ist. Das ist jetzt dieser Look, man hat das jetzt hinten auf dem Rücken. Wenn, dann sollten diese Spiele das wirklich so machen, dass da irgendwie irgendein Seil oder sonst irgendwas ist, dass man sieht, dass der das hinten so auf dem Rücken, dass das auf der Schulter aufliegt und nicht einfach irgendwie auf dem Rücken klebt. Das sieht immer so ein bisschen komisch aus, aber das ist jetzt nichts, was jetzt wirklich den Spielspaß drücken würde. So, ist aber schon mal gut, dass wir jetzt eine K98 haben. Vielleicht finden wir jetzt nachher auch noch irgendwie ein bisschen Munition dafür. Vielleicht finden wir ja auch noch eine andere Waffe, weil es sieht mir wirklich nach Military aus oder Bunkeranlage. Dieses TEC-1 ist, das ist, glaube ich, dieser Fernsehsender. Oder was immer das ist, der das hier halt eben alles macht, weil darum geht es ja in Scum. Es ist einfach nur eine perverse TV-Show, wo halt Gefangene auf dieser Insel ausgelassen werden, einfach rausgelassen werden, so nach der Art, schlagt euch die Schädel ein, macht irgendwas, Hauptsache die Leute sehen, was weiß ich was, ihr seid sowieso Abschaum, ihr seid Scum. Es ist egal, was ihr macht, Hauptsache ihr haut euch blutig die Schädel rein und einer von euch kommt vielleicht, wenn ihr Glück habt, von der Insel runter. Und wir nehmen das Ganze dann natürlich auf, damit sich die Leute das an den Fernsehgeräten angucken können. Deswegen werden wir auch vielleicht, wenn wir Glück haben, gleich irgendwann mal so eine Drohne sehen. Diese Drohnen, die fliegen über diese Insel hier und ja, die nehmen das halt eben alles auf. Damit die Leute das dann zu Hause an den Fernsehgeräten sehen können. Aber ich höre gerade nichts, also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass hier keiner von den Mechs rumläuft, dann ist das hier aber auch keine richtige Militärbasis, dann ist das irgendeine Station hier. Aber hier kommt man nirgendwo rein. Das ist natürlich auch noch so die Sache. Da das alles hier noch Early Access ist, es ist noch nicht alles drin, kann es natürlich auch sein, dass jetzt gerade noch Sachen geschlossen sind, wo man später vielleicht erst rankommt. Gehen wir mal kurz an dem Wachturm gucken. Man weiß jetzt natürlich nicht genau, was die hier gemacht haben. Ah, ich glaube, da haben wir eine Jacke oder sowas. Ja. Sehr schön. Ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass man sowas natürlich auch hat, wenn man, wenn es mal anfängt zu regnen oder sonst irgendwas. Ah, und da haben wir Munition. Toll, 22er. Ja, das wird nicht funktionieren, weil 22er, ich weiß gar nicht, was frisst eine K98? 792 mal 57. Ja, ich weiß, ich bin nicht transrattig, ich kann das alles nicht auswendig, es tut mir leid. Diese ganzen Kaliber. So, klettern wir hier mal wieder runter. Genau, das war der schon. Ich habe gerade schon Panik gekriegt. Grafiktechnisch muss ich sagen, habe ich jetzt hier, ich habe nichts eingestellt. Es ist so, wie das Spiel sich halt meine Grafikkarte und meinen Rechner nimmt. Die meisten Sachen stehen, glaube ich, auf Epic bis High. Muss ich wirklich sagen, es läuft gut. Es läuft auf knackigen, konstanten 60 FPS. Kann wirklich nicht meckern. Ist jetzt natürlich hier gerade ein Singleplayer. Auf dem Server läuft es aber so gesehen eigentlich auch ganz gut durch. Kann man wirklich nicht meckern, also läuft wirklich gut. Klar, natürlich auf den Servern, es ist performance-lastig. Hippie Pants, okay. Ziehen wir die mal an, ist immer noch besser als das, was wir da sonst haben. Setzen wir uns mal Mützchen auf. So, das sieht doch schon, ja. Ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen besser als jetzt hier, was weiß ich, anzuhaben. Orangene Sachen, die man auf 100.000 Meter sieht. Ein Wrist-Adapter für eine AK-47. Das nehmen wir jetzt mal mit. Ich weiß natürlich nicht, ob wir da vielleicht doch noch was finden werden. So, die Jacke nehmen wir mal. Und zu dem Boonie oder... Na komm, nehmen wir das Beanie. Den Fishing-Hat, den lassen wir erstmal weg. Was auch cool ist, was ich euch auch mal zeigen kann. Also das finde ich wirklich cool. Das Spiel berechnet, wo du die Sachen hinlegst. Das ist ziemlich cool. Müssen wir mal eben kurz gucken. Wir nehmen den mal eben. Und ihr seht ja jetzt den Boden hier. Und das Spiel berechnet wirklich, wo du die Sachen hinlegst.
Das ist wirklich extrem cool gemacht, muss ich sagen. Das ist echt geil. Also das finde ich gut. Was auch einiges einfacher macht, wenn man bestimmten Leuten, wenn man mit mehreren unterwegs ist, jetzt Sachen hinlegt. Man kann es den Leuten jetzt da hinlegen, die eben halt da und da stehen und nicht einfach irgendwo hinschmeißen und ja, nehmt euch das mal. Man kann es wirklich alles ein bisschen besser planen und ist natürlich auch ein bisschen realistischer. Und jetzt gucken wir mal, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zusammenkriegen. Wie irgendwelche Beeren oder sonst irgendwas. Gucken, Oliven. Hier sind Container. Können wir die öffnen? Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Es ist natürlich noch nicht sehr viel. Was heißt noch nicht sehr viel drin? Es ist eigentlich so schon relativ viel in dem Spiel drin, aber es kommt natürlich noch mehr mit dazu. Das ist ja vollkommen klar. Und ich glaube, hier ist gekämpft worden. Ja, du bist hungrig. Ich weiß. Das weiß ich. Hier ist, glaube ich, gekämpft worden. Was man sich jetzt natürlich sagen könnte, weil das ist hier schon die Season 2, heißt das bei dem Spiel jetzt, dass es in der Season 1 vielleicht so gewesen ist, dass das bestimmte Camps gewesen sind, wo die Gefangenen dann eben halt gekämpft haben. Genauso wie hier jetzt in diesem Cage hier drin, in diesem Käfig. Mit Zuschauern dann mit dabei. Das ist natürlich auch alles möglich. Aber ich hätte es echt nicht schlecht gefunden, wenn wir hier sonst noch was gefunden hätten. Opa! Ja, das war gut. Okay, haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Das hat uns zwar ein bisschen Energie gekostet, aber das geht noch. So, dann laufen wir mal hier entlang. So, das hat uns natürlich jetzt essenstechnisch nicht viel gebracht, das könnt ihr euch vorstellen. Mit rechten Maustaste könnte man so ein bisschen weiter ranzoomen und ja, ehemals so ein bisschen, sich ein bisschen fokussieren. Jetzt seht ihr gerade, da ist einer von den Untoten. Das ist jetzt zum Beispiel einer von den, ja, das ist ein Gefangener gewesen, der gestorben ist. Die werden dann eben halt, wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, wie sie das machen. Das wird vielleicht später irgendwann in dem Spiel mal gezeigt, wie das passiert. Die werden auf jeden Fall durch diese Chips oder was das ist, werden die wieder zum Leben erweckt und laufen dann eben halt als Untote darum. Damit das, glaube ich, alles für die Leute an den Fernsehern zu Hause noch ein bisschen spaßiger ist. Und ich sehe gerade, ah, da sind Gebäude. Muss natürlich noch gucken. Das Anvisieren ist auch ziemlich cool. Man kann V drücken, dann kommt man so in den Kampfmodus. Das hat man so wie bei Desi dann, dass man eben halt, bei Desi war es über die Leertaste. Das macht man hier bei V, also da kann man dann auch die Fäuste zum Beispiel heben. Und wenn man so halt eben im normalen Stand ist und man drückt dann die rechte Maustaste einmal, geht man dann halt eben in diesen Ego-Modus über Kimme und Korn. Und man kann natürlich auf Return drücken, auf die Enter-Taste. Da kommt man dann halt eben in die Ego-Perspektive. Die ist natürlich auch gegeben. Die fehlt natürlich nicht. Die ja auch eigentlich wirklich gut gemacht ist. Kann man wirklich nicht meckern. Ist auch wirklich echt nicht schlecht gemacht. So, wir gehen aber mal in die Third Person. Ups! Triggered! Scheiße! Gut, jetzt müssen wir zusehen, dass wir uns vom Acker machen. Wo man dann jetzt das erste Mal sieht, ja, genau, super, Stamina, sehr, sehr wichtig, Körperkonstitution, sollte gut sein, weil jetzt haben wir zwei Stück am Arsch und die hören auch nicht so schnell wieder auf. Da wir jetzt aber noch nichts Besonderes am Start haben, um denen da irgendwie mal einen auf die Mütze zu hauen, sehen wir jetzt erstmal zu, dass wir sie vielleicht abhängen können. Was mich dazu bringt, dass wir dann vielleicht diese erste Folge dann jetzt hier mal beenden, weil ich wollte ja jetzt auch nicht drei Tage am Stück aufnehmen. Ich
will das ja für euch auch noch so ein bisschen sacken lassen. Und wenn euch Scum gefällt und ihr das interessant findet, dann würde mich das echt brennend interessieren. Deswegen könnt ihr oben auch mal abstimmen. Ihr habt ja bestimmt schon mal gesehen, dass da oben irgendwo so ein kleines I irgendwo oben rechts in der Ecke aufblippt. Da könnt ihr mal draufdrücken, da könnt ihr abstimmen. Und ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal sehen würdet. Wir können uns ja die Basics sehen wir uns ja sowieso an. Und jetzt müssen wir erstmal uns erstmal ausruhen. Ich glaube, wir haben sie abgeschüttelt. Trotzdem werde ich mich jetzt erstmal hier in einem Busch verstecken. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge Scum wieder ein. Deswegen Daumen hoch, wenn ihr Bock habt, würde mich freuen. Kommentare natürlich gerne gesehen und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!